auf dem Weg nach Olympia mit Beachvolleyball, Ruderweltcup und Kunstturn-EM. All das im Mai bei Eurosport. Der Live-Herzschlag im Eurosport-Videotext. Heute schon gedrückt. Live-Scoring. Startlisten. Und Live-Ticker. Sport live auf Schwarz. Der Eurosport-Videotext. Der Weg nach Peking, er ist nicht mehr allzu lang. Jetzt also wird's ernst. Und wir gucken auf Juri van Gelder, der seine Olympiateilnahme irgendwie noch nicht so hundertprozentig in der Tasche hat. Aber das ist ein anderes Thema. Jetzt geht es erstmal um die Europameisterschaften für den starken Mann aus den Niederlanden. Kopfkreuz. Ja, und die Auflösung ist sowieso spektakulär. Tja, das ist natürlich eine relativ souveräne Vorstellung von Juri van Gelder geworden. Der, ein absoluter Ringespezialist mittlerweile geworden ist. Er ist ein bisschen, ja, aus dem Lager kommend, aus dem man befürchtet hat, dass das passieren würde, als man diese Einzelgeräte so hervorgetan hat. Ich stehe nach wie vor auf dem Standpunkt, es muss ganz einfach ein gewisses Maß an Mehrkampf vorhanden sein, ehe man dann überhaupt an Einzelgeräte gehen darf. Gut, er muss natürlich ab und zu mal ein paar Mehrkämpfe bestreiten, aber bei so manchen Geräten ist er schon ziemlich lausig. Dafür ist er an den Ringen natürlich absolut die Weltklasse. Wie im Zweiter in Stuttgart. Aber er ist, das hat man auch schon in der Vergangenheit gesehen, nicht so unschlagbar. Nichtsdestotrotz, es bleibt festzuhalten, ich persönlich bin nicht so der Spieler, derjenige, der sich über diese absoluten Spezialisten freut. So schön, so spektakulär die Übungen dann auch sein mögen. Es widerspricht so ein bisschen dem Charakter des Kunstturnens als Ganzem. Aber das ist natürlich ein Ausgangswert von 7,3 Punkten. Weil natürlich auch die gesamten Bonuspunkte eingefahren wurden, die es gibt für die Kraftteile, nicht von oben nach unten.